Der Juli in Österreich war der heißeste Juli seit 248 Jahren, zumindest, denn weiter zurück reichen die Aufzeichnungen nicht. Und auch der August lässt befürchten, dass sich die Reihe immer heißer werdender Monate fortsetzt. Der Klimawandel ist nun tatsächlich spürbar geworden und das belastet vor allem kranke ältere Menschen und Kleinkinder. Ein Sprung ins kalte Wasser. Für viele dieser Tage die einzige Erlösung. Über 35 Grad im Schatten, über mehrere Tage hinweg. Und die nächtliche Abkühlung lässt auch auf sich warten. Eindeutig Merkmale einer Hitzewelle, bei uns in Österreich heuer schon zum dritten Mal. Besonders in Städten fühlt man sich dann oft wie in einem Backofen. Das eine ist, ich versuche möglichst wenig Hitze in meine Wohnung zu lassen. Fenster schließen untertags, Jalousien runter, am besten Außenjalousien. Das kann ich einmal auf der einen Seite. Das andere ist, dass ich mich selber rüste. Das bedeutet, dass ich eben ausreichend trinke, dass ich mir Wasser über die Unterarme laufen lasse, dass ich mich besprühe mit Wasser, dass ich möglichst viel Kühlung mir extra zuführe. Manch einer versucht, die Affenhitze einfach zu verdrängen. Es ist etwas zu kühl, aber ansonsten bin ich ganz zufrieden, ja. Mit der Hitze lässt sich aber auch Geld verdienen. Es ist nie zu heiß für ein gutes Geschäft. Es könnte ruhig noch heißer sein. Also aber die Leute sind gezwungen, es praktisch ein Eis zu kaufen. Es ist nicht nur in Österreich heiß. In Kalifornien, in den USA wüten wegen der Hitze seit Ende Juli Waldbrände, die schwer unter Kontrolle zu bringen sind. Im Südwesten Chinas fangen Autos wegen der Hitze einfach Feuer. Abkühlung suchen auch die Menschen in Polen. Wegen der Temperaturrekorde wurde die dritthöchste Wetterwarnstufe ausgerufen. Auch in Deutschland scheint das kühle Nass derzeit die einzige Lösung. Für jene, die der Hitze entfliehen wollen, Großbritannien etwa ist mit derzeit 23 Grad ein ideales Urlaubsziel. Er will aber nicht zurück. Es ist einfach fantastisch. Ich komme ja aus England. Das ist wie Geburtstag für mich. Wer auf mildere Temperaturen hofft, wird wohl enttäuscht werden. Langfristig nehmen laut Experten die heißen Tage wegen des Klimawandels zu. Kurzfristig sind vor allem Wien, Niederösterreich und das Burgenland bis Ende nächster Woche mit 35 Grad und durchaus auch mehr die Hitzepole Österreichs. Gewitter gibt es nur im Westen.